Martin Horst und sein Rekorder. Und sein Rekorder. Jetzt habe ich einiges nochmal geschliffen vom Holz und habe festgestellt, dass ich die Lasur wohl ein bisschen dick aufgetragen habe. Das hat teilweise sich so ein bisschen gummiartig abgelöst dann auch. Jetzt bin ich mir gerade unsicher, ob ich noch eine Schicht drauf mache danach oder ob ich es einfach so lasse. Ja, ist dann natürlicher, aber ich habe es teilweise ziemlich Abschaum gemacht. Jetzt bin ich dabei, ein bisschen was schon zu verleimen. Und zwar der Rahmen, quasi der oben ist, nicht da, wo der Lattenrost drauf ist, sondern das... Das obere, das Geländer quasi, und da quasi das soll sich aufstützen auf dem unteren Rahmen, und eben muss eine Lücke sein, damit man eben auch einsteigen kann, ne? Damit meine Tochter das auch reinschafft. Und da will ich eben so ein Dings hier haben quasi. Da habe ich hier das obere
Brett, dann ist hier so ein Abstandshalter und Stütze und hier drunter kommt dann das Brett des Rahmens, das ist quasi das Geländer und der normale Rahmen, hier 16 cm. Und hier habe ich ein Ding, das kommt da drauf quasi, so von der, auf der, auf die Vorderseite, das kommt dann hier oben auf die Seite und das hier kommt hier hin. Und hier unten, das ist dann frei. Ich werde es so machen, dass quasi das nicht angeleimt wird an dem unteren Rahmen, sondern dass es dann so ist, dass ich hier Löcher und Dübel habe, dass ich es draufstecken kann und dass das aber dann insgesamt so stabil genug ist, dass ja, von oben, von dem Druck und so weiter, dass es dann darauf hält. Ich hoffe, das klappt so, ansonsten muss ich dahinter noch eine andere, noch so ein anderes Brett machen, damit es beim Draufstützen reicht. Ja, so und jetzt glaube ich, packe ich mal die Dinger lieber aufeinander. Ich habe das hier, wie man sieht, schon hier zwei Dübel rein und dann verleimt und zusammengepresst ein bisschen. Und ja, das müsste jetzt eigentlich klappen. Mal schauen, wie es funktioniert. Ich habe es vorher natürlich probiert, dass es auch rein geht und habe mit Hilfe dieser kleinen Dinger da quasi ein Loch gebohrt, ist dann draufgesteckt, auf der anderen Seite drauf gedrückt und dann wusste ich, wo das rein soll. Habe geguckt, dass ich die Löcher auf der Gegenseite ein ganz kleines bisschen quasi mehr in die Mitte orientiert habe, also ein halber Millimeter gefühlt oder Millimeter. Einfach deshalb, damit es noch ein bisschen eine Zugwirkung hier auf diese, eine Druckwirkung meine ich, auf das Ding da hat. Und jetzt überlege ich, ob ich das irgendwie nochmal verschmieren soll, den Leim, oder ob das so gut ist. Und, ach, da fehlt noch was. Genau, da ist ja so eine Lücke, die muss ich gut ausdingsen. Ich mache einfach ein bisschen mehr jetzt noch drauf, dann verspare ich mir das Schmieren. Und hoffe, dass es so auch an den Rahmen weit genug dran ist, dass es da gut hält. Ja. So, mal gucken. Ich hoffe mal, dass es jetzt gut hinhaut. Gerechnet. Ich sehe jetzt hier nämlich, dass ich durch das Zusammendrücken das hier wieder ein bisschen auseinanderzieht. Das ist natürlich blöd. Ich hatte ja extra eigentlich die Löcher so gewählt, dass es dann noch ein bisschen enger wird. Naja, vielleicht hat da was vom Winkel nicht gestimmt, den ich rein bin. Ja. Naja, jetzt ist das aber auf jeden Fall schon mal gut hier dran und ich guck mal,
dass ich hier noch ein bisschen Leim dazwischen verteile. So, jetzt habe ich es geschafft, alles nochmal. Ah, da ist ja die Lisa auch. Ja, genau, der hat es ein bisschen falsch gemacht. Ich habe alles jetzt abgeschliffen, aber manchmal ist noch so ein bisschen gummiartig irgendwas dran, zumindest bei diesen großen Balken. Und jetzt gucke ich, ob das alles passt. Hier habe ich jetzt mal grob das zusammengesteckt. Ich glaube, das hier ist eigentlich die Seite, die da drüben reinkommt. Und die, aber naja, das ist erstmal nicht so wichtig. Jetzt sehen wir, diese kleinen Bretter hier passen rein, aber durch die Lasur und alles muss man da ein bisschen noch was machen, weil es nicht so ganz reinpasst. Ne? Da muss ich noch ein bisschen angleichen. Und ja, der gefällt das. Und hier, das ist auch schon mal richtig, hier hinten kommt nämlich ein noch eine Kantholz hin und hier rüber. Und jetzt sehen wir das, was die Ida meint. Hier falsch. Das hier müsste auf dieser Seite sein. Naja, jetzt muss ich hier auch noch was rausnehmen nach dem ganzen Arbeiten. Und wenn ich dann fertig bin, vorne irgendwas drüber machen. Damit's Martin Horst und seine Korda. Und seine Korda.